Hola, me llamo Paula, tengo 16 años y vengo de Barcelona. Okay, also ehrlich gesagt, als ich in Spanien war, habe ich nicht viel über die Gründe nachgedacht, weil ich nach Deutschland gehen möchte. Also mein Bruder und meine Cousine, beide waren auch ein Jahr in Deutschland und ich hatte eine Austauschschülerin in meinem Haus auch für ein Jahr und die drei haben mir das empfohlen. Und dann, ich war einfach so wie, jö, wieso nicht, ne? Ich konnte das auch machen. Aber so einen Monat vorher habe ich angefangen zu sehen, was alles das bedeutet. Ne? Also ein Jahr in einem neuen Ort mit neuen Leuten, eine neue Familie, eine neue Kultur. Und dann habe ich realisiert, dass das ein sehr großes Wechsel in meinem Leben sein würde. Aber in die andere Hand habe ich auch gesehen, dass mein Leben in Spanien so wie täglich dieselbe Routine folgte und dass ich super selten von meiner Komfortzone rausgegangen bin. Und dann habe ich gesehen, dass ich den Wechsel brauchte und dass ich etwas, dann war ich sicher, dass ich etwas in meinem Leben riskieren wollte. Und dann habe ich das einfach gemacht und ich glaube, es ist die beste Entscheidung, die ich je gemacht habe. Hey, hey, ich heiße Tobai, ich bin 18 Jahre und komme von Sverige. So, bevor ich nach Deutschland kam, hatte ich nicht so viele Erwartungen. Also, ich wollte Deutsch lernen und ich hatte auch ein bisschen über die deutschen Stereotypen und sowas gedacht. Und ich würde sagen, dass ein paar wirklich stimmt. Also, ich esse ganz viele Brot und Kartoffeln hier und alles sind immer pünktlich. Also ich wüsste auch nicht, wie eine Kleinstadt wie Husum würde sein, weil ich nach vorne Stockholm komme. Oi, meu nome é Luana, eu tenho 16 anos e venho do Brasil, Rio de Janeiro. In Rio de Janeiro gehe ich auf eine sehr, sehr kleine private Schule. Wir haben nur zwei Klassen in jedem Jahrgang und wir haben kein Profil und jeder muss alle Fächer machen. Wir haben keine extra Fächer wie Chor oder Religion und Musik. Und anders als die Deutschen müssen wir in Brasilien leider viermal mehr Tests und Klausuren schreiben als die Deutschen. Ja, und hier in Deutschland ist Schiedwetter. Hi, I'm Claudia Sindoni. I'm 16 and I'm from New York City. Ich habe ein paar Ideen für die Zukunft. Am liebsten werde ich entweder Ärztin und mit der UN in Kriegszonen oder mit Flüchtlingen arbeiten. Oder ich möchte als Psychologin in einem Hochsicherheitsgefängnis arbeiten. Beide Berufe interessieren mich wirklich, aber ich glaube, was mir wichtig ist, ist einfach ein Job, in dem ich mit Menschen arbeiten kann. Mein Austausch in Deutschland hat mir gezeigt, dass das gut zu mir passt und hat mich in meinen Vorhaben bestätigt.